Griechischer Wein, komm, schenk dir ein. Ja, wir freuen uns total. Mann, das macht so Spaß hier. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ist die Kamera schief? Ist die schief? Die wirkt so, als wären sie leicht hier. Also so habe ich das Ich Gefühl. dachte, das wäre ein Special Effect jetzt mal. Dass es so links ist. Ja. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge jetzt. Bestellen. Wir bestellen heute bei amerikanischen Lieferservices und es gibt eine kleine Geschichte, die erzähle ich euch aber jetzt gleich erst. Es gibt genau zwei Lieferservice hier in Köln, die unter amerikanisch gelistet sind und 5 von 5 Sternen haben. Einer ist sehr neu und einer ist, ja, ich sag mal wieder so ein, es ist eigentlich so ein, es ist ein Barbecue-Place, aber auch mit einer koreanischen Note, bin ich ganz ehrlich. Aber die haben auch so Barbecue-Chicken-Sachen. Wir bestellen jetzt aber einfach mal und gucken mal. Also eigentlich ist es das geilste Barbecue, was wir so sozusagen gegeneinander bestellen. Das geilste Barbecue bestellen, sozusagen. Ja. Amerikanisch. Ja. Amerikanisch angehaucht. Ja. Wir sind ein bisschen verloren heute. Lasst doch ein Abo und lasst ein Like da, wenn ihr euch genauso freut und so geile deutsche Zuschauer seid wie ich. Das erste Restaurant ist wirklich sehr neu. Das hat 11 Bewertungen. Food was great and they provided extras. Sehr lecker und zu empfehlen. Grandios! Ich mach mal so, weil das wirkt so, als wenn das so das. Grandios! Üppige Portion. Niemand schreibt üppige. Was bist du, Römer? Sehr gut gewürzt und auf den Punkt gegart. Grillplatte für eine Person reicht bei moderatem Hunger auch für zwei Personen. Moderatem Moderater Alter. Hunger? Nein, Mann. Nein. Das ist so ein. Sehr zu empfehlen. Besten Dank für das gelungene Sonntagsdinner. Wir sind verliebt. Bitte macht weiter so. Danke für das tolle Essen. Aber die gehen ja richtig ab. Hier, guck mal hier. Sehr leckeres Barbecue. Schon lange nicht mehr so leckeres Barbecue gehabt. Sehr zu empfehlen. Ist schon eine Barbecue-Bestellgeschichte jetzt dann. Okay, let's Beste go. Barbecue, This is Korean Barbecue gegen Ami Barbecue. Okay, ja. Let's try this. Super lecker und toller Service. Fehlte erst was, wurde postwendend nachgeliefert. Nein, Digga, wo nein! bestellen die denn? Ins Lehrerviertel oder was? Was ist denn los? Postwendend. Ich muss mal kurz in meine App-Bewertungen gehen und den Leuten mitteilen, dass postwendend noch die Sachen zu mir geliefert wurden. Das Menü, auch geschrieben Menue, weil das Ü ging wohl nicht auf der Tastatur, klassische Lehrertastatur, für 2 passt bestimmt für 4. Danke auch für den Gruß aus der Küche und bis bald. Wir barbecuen uns jetzt hier mal durch. Es gibt hier Ribs. Wir haben einmal die Auswahl zwischen Texas Ribs und Dos Cojones. Das heißt nicht so, das heißt Canonus. Das ist einmal knusprige Rippchen mit Country Potatoes und Ranch Soße. Wir müssen nicht diskutieren, das wird passieren. Ist mir scheißegal, was du sagst. Ich als Texas-Kind muss sowieso Texas Ribs. Alles gut. Du bist ein Texas-Kind, ja? Ich bin Texas-Kind. Ich dachte, du wärst ein Alabama-Kind, ja, bin ich ganz ehrlich. I love me some good old barbecue. Y'all feeling fine, y'all feeling good, ja? Huh? Jetzt kommt hier Smoky Chicken, knuspriger Hähnchenschenkel, scharf mariniert mit Magic Dust gewürzt. Würde ich gerne nur bestellen, weil Magic Dust das ist. Was ist denn der Magic Dust? Ist das dann, furzt dann nochmal drauf oder was? Nein, das ist im Prinzip, wenn du mit 50 Cent zum Candy Shop gehst, dann kriegst du noch den Magic Dust später. Dann gibt es noch 4 Hähnchenschenkel mit Baked Potatoes, Onion Rings, Barbecue, Ranch Soße und 4 Maiskolben. Aber das ist schon crazy gut. Ja. Also 30 Euro ist schon für so 4 Maiskolben, das sind schon so 2 sehr große Portionen. Oder wie ich es nennen würde, Sonntag. Beef gibt es noch Burnt Ends. Gesmokte Rinderbrust-Slices mit mehr Anglizismen? Hä? Also ich bin Legastheniker, Legastheniker meine ich natürlich. Aber hier steht gesmokte Rinderbrust-Slices, verstehe ich soweit, mit mehr Anglizismen. Jetzt bin ich auch neugierig, bin ich ganz ehrlich. Das war so eine Korrektur. Der Chef hat das Korrektur gelesen und hat sich gedacht, ah, da fehlen noch ein paar Anglizismen. Und mach mehr Anglizismen. Ja, genau. Gesmokte Rinderbrust-Slices mit mehr Anglizismen. Wir müssen das bestellen, dass wir wissen, was die mehr Anglizismen sind. Das kostet zwar 18 Euro, aber scheiß drauf, würde ich sagen. Okay, ja, let's go. Heute wird es noch wild. Beilagen gibt es noch extra. Onion Rings, Maiskolben, Sweet Potato, Country Potatoes oder Baked Potato. Haben wir aber jetzt super viel. Soßen, ich mache mal extra Ranch. Desserts gibt es noch, aber wir sind schon bei über 50 Euro. Ja, ich würde sagen, lass mal bleiben. Es geht ums Barbecue. Wir sind auch nur zu zweit heute, deshalb. Yes, yes. Aber boah, das wird so krank eingepackt, Alter. Ich sag's dir, boah, da wird einfach
einfach nur gespachtelt heute. Ich muss niesen, ich muss niesen. Wir machen jetzt weiter mit 2. Wir machen jetzt weiter mit der 2. 2. Ah Gott. Oh Gott. Hi. Na? Nummer 2. 20 Bewertungen, aber auch 5 von 5. Let's go, würde ich sagen. Da sich die Lieferung verzögert hat, haben sie extra angerufen und mir ein Upgrade geliefert. Nice, Alter. Erstmal Windows XP sogar bekommen dazu. Erstmal ein Upgrade. Wahnsinn! Sehr süß, die Korean Marinade, aber geil. So, schauen wir mal rein. Beliebte Gerichte als erstes Spicy Korean Wings. Ich glaube aber, es gibt nicht so viel Auswahl, denn das stimmt mich eigentlich ganz positiv. Es gibt nur Spicy Korean Wings, das nehmen wir uns mal. Die haben geschlossen. Die haben nicht geschlossen, es ist gerade Lieferüberlastung. Oh, jetzt muss ich so lang warten, bis das kommt, oh Gott. Ha, es ist noch nicht da, das Essen. Wir müssen mal ganz kurz, stopp. Ich habe jetzt ein 4 von 5 Sterne Barbecue-Restaurant gefunden. Was ein fucking Chaos heute. Das Restaurant mit den 5 von 5 Sternen gibt es anscheinend nicht mehr, wird aber immer noch hier aufgeführt. Da ist keiner rangegangen und es ist auch auf jeglichen Maps und Internetauftritten einfach gewiped, obwohl es das hier noch gibt. So eine Kage. Das heißt, nicht darauf verlassen, dass es irgendwann nochmal aufmacht, weil es ist jetzt fast eine Stunde später. Also das andere kommt, wir essen trotzdem nacheinander, weil wir jetzt so versetzt bestellen. Aber wir gucken jetzt in den nächstbesten wirklichen Barbecue-Place. Der hat 110 Bewertungen nämlich. Und, aber ja. Ist es denn auch Korean Barbecue? Nein, es ist jetzt Barbecue mit Barbecue. Dann ist es ja alles obsolet, was wir gerade gesagt haben, ne? Ich komme mal in die Bewertung hier. Bestellung ist nach 2 Stunden, 2 Minuten immer noch nicht eingetroffen. Restaurant unter angegebener Telefonnummer nicht zu erreichen. Bezahlt habe ich mit PayPal. Sag mal, lass das nicht machen. Lass es einfach nicht mehr machen. Lass aber, es gibt keinen. Es gibt nur noch das. Okay. Es gibt nur auch noch das. Es gibt nur das als Barbecue-Place. Das ist ja der Sinn von Testen. Ach so. Verstehst du das? Nee, verstehe ich nicht. Wir sind da für die Leute. Für diese 0,1% der Leute aus Köln, die wirklich dieses Erlebnis nachempfinden. Und die dann immer noch nicht wissen, welches Restaurant das ist, weil wir das nicht sagen. Richtig. Bei 11 Das ist schon das Erste, ne? Jetzt in der Bestellung vom Zweiten. Heute ist wirklich nur noch durcheinander. Der Lieferant war freundlich. Hat geschlossen, wollte mich verarschen. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, ich hab doch gerade drauf geklickt, dass es geöffnet ist. Willst du mich verarschen? Als ob es jetzt schon... Die waren beide offen, als sie es gemacht haben. Nein. Jetzt ist irgendwie das eine geschlossen. Man erreicht niemanden. Ich habe mir meinen Finger aufgeschlitzt. Und ich habe... Was ist das denn? Wie kann denn alles schief gehen? Es gibt nicht mal mehr was zur Auswahl. F*** it, Alter. Ihr könnt mich alle mal flecken. Wir essen jetzt das und dann gucken wir, ob das gut ist. Das ist mir jetzt, heute egal. Weißt du, was wir machen können? Weißt du, was wir machen können? Wir können... Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Wir können ein zweites Video machen. Und Nein. Können schauen, ob wir das besser können Nein. als die, genau die Gerichte. Nein! Ich will das jetzt geliefert essen, deswegen gucken die Leute für Lieferessen. Bei 10.000 Likes, Leute. Bei 10.000 Likes mache ich das besser. Video. Ich schwöre, aber auch ab 2 Millionen Abonnenten mache ich auch. Dann mache ich es noch besser. Jetzt steht hier überall Lieferando drauf. Ich bin am Limit gerade. Ich bin am Limit. Ich sag, wie es ist. Ich bin am Limit jetzt! Ich bin mir echt nicht so ganz sicher, warum 6 Soßen hier rausgekommen sind. Du hast 2-mal Ranch Dressing bestellt. Ich habe nur 2-mal, ist aber nicht 6, Tamay. So klug bin ich doch auch schon. Ja, vielleicht ist eine Portion in 2. Ruhe! Ist es das beste Restaurant? Wir vergleichen jetzt mal mit unserer 2. Bestellung. Ja, lecker! Okay, Wedges. Es ist nass. Aber alles kann gerettet werden, wenn die Ranch-Soße gut ist. Ich habe in Deutschland, ich sage es immer wieder und ich sage es immer wieder gern, schön nachhaltig verpackt, Alufolie, Papier, also warum? Und gute Ranch-Soße rettet alles. Das hier wirkt ein bisschen wie einfach Quark mit Kräutern, was in Deutschland dann immer als Ranch-Soße abgetan wird. Ist aber wird. Keine Ranch-Soße. Nein, Ranch-Soße muss, wenn ihr das esst, brennen im Hals, weil so viel Fett da drin ist eigentlich. Ja, durch Quark mit Kräuter. Aber das ist, glaube ich, wieder die Ranch. Aber man darf ja mal bei einem... Oder sie haben Sour Cream mitgeliefert. Das könnte sein. Hm? Ich guck mal kurz. Das hier riecht irgendwie smokier. Das sieht aber genau gleich aus. Ist das die Ranch? Mhm. Auch wieder Quark. Jetzt teste doch nochmal die anderen 6. Ich mach die anderen jetzt auch auf. Oh, das sieht anders aus. Das irgendwie das Gleiche. Also, kann nicht wahr sein heute. Riech durch. Was ist denn jetzt? Es riecht auch anders. Nee, ist auch wieder Quark. Nee, das muss was anderes sein. Weil das läuft nämlich schon aus. Ah, okay. Haha, das ist rot. Keine Ahnung, was das ist. Das ist Quark.
Nein, nein, sehr, sehr heißer Ketchup. Also könnte auch eine Barbecue-Soße sein, aber wirkt eher wie Ketchup. So, schauen wir mal. Was ist denn in der letzten? Ach, das. Ja, Quark. Oh mein Gott, bin ich wütend gerade. Also wirklich, ich guck mal kurz, was in dem zweiten Ding hier drin ist. Ah, Wedges. Ich glaube, wir haben halt diese ganzen Gerichte bestellt. Ich dachte aber, ich habe mir halt nicht alles klein säuberlich durchgelesen. Jetzt habe ich hier aber, warte mal, habe ich hier, naja, Wedges. Ey, wie gut ist es, dass wir nicht bei jemandem anders bestellt haben? Warum sind denn hier diese Gerichte doppelt gekommen? Hier ist doch was falsch, oder? Weil wir haben auch noch einen Maiskolben. Warum sind hier so viele Wedges? Ich verstehe nichts mehr. Das ist ja schrecklich. Aber hier sind halt auch noch Kartoffeln. Ich dachte, bei irgendwas hiervon war Kartoffel dabei. Und Mais. Warum haben wir 6 Beilagen für 3 Gerichte und 5-mal Ranch? Was ist hier passiert? Ich mache jetzt das hier mal auf. Mann, ist das eine Scheißverpackung. Hier ist Gulasch drin. Hä? Was habe ich denn bestellt? Ist das Burnt Ends vielleicht? Weiß ich nicht, muss ich mal gerade die ganzen anderen Sachen überprüfen. Das sind die Anglizismen, das ist einfach nur ein Gulasch. Gulasch mit Pommes jetzt, oder was? Das riecht auch, er riecht würziger als ein Gulasch, also riecht mehr Barbecue wie ein Gulasch. Dann nehme ich den für einen Dip. Nehm mal den. Nehm mal den. Mit Slapstick kriegt man nicht schon, ne? Ich fall gleich vom Stuhl, ey. Also das schmeckt halt einfach wie ein Gulasch. Ich will probieren, bitte. Ja, das schmeckt wie ein Gulasch. Schmeckt erst wie ein Gulasch. Ja. Und dann ist, ist der Abgang einfach so, als hätte jemand einfach so, kennst du so Barbecue-Billig-Pulver genommen und dann in diese Soße gemischt. Kennst du das, wie so, wenn du damals cool sein wolltest und mit den 14-jährigen Kids um ein Lagerfeuer saßt und dann Mädchen impressen wolltest und hast dich dann einfach in den Lagerfeuerrauch gesetzt für so eine Viertelstunde? So fühlst du dich, wenn du davon einen Bite isst. Oh boah, ist das salzig, Alter. Ist das scheiße. Jetzt haben wir hier unsere Ribs, ne? Hoffnung. Das ist echt nicht cool. Was ist das für eine Scheiße? Sieht gut aus. Das ist ja besser. Ich habe in meinem Leben wirklich noch nie was Trockeneres gegessen, ich bin ganz ehrlich, ne? Echt? Es ist leider sehr trocken. Also es schmeckt im Prinzip so wie das, nur mit weniger von diesem Barbecue-Gewürz. Ich habe schon ein paar Mal Ribs gegessen. Ich mache mal hier das Fleisch ab hier. Da passiert nichts mehr, auch wenn du drückst, da ist halt nichts mehr an Saft oder sonst was drin. Das sieht aus wie aufgewärmt. Im Prinzip sehr zäh. Aber eins haben wir ja noch, ne? Das sieht einfach nur schwierig aus hier. Let's see. Ist das durch? Ist das durch? Das ist nicht durch. Das ist doch nicht durch. Das, also ich meine, es ist dunkles Fleisch, aber das ist doch nicht durch. Das ist nicht durch. Danach habe ich jetzt schon ein bisschen Respekt davor. Gucken wir mal, wie der Maiskolben schmeckt. Ich mag eigentlich gar keine Maiskolben. Isst du den? Ich mag Maiskolben. Ja, isst den doch, bitte. Ich mache das jetzt hier auf. Das ist einfach nur Das ist ein Maiskolben. Ja. Ich nehme mal hierzu, wo war denn der? Der hier. Mein Lieblingsdip und dann schauen wir mal. Ja, Kartoffel ist lecker. Ohne Salz, einfach nur in Folie eingewickelt. Weiß jetzt auch nicht mehr, wohin. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich einfach heute eine pure Enttäuschung. Aber ich hoffe, euch zu Hause hat der Ranch-Dip vielleicht genauso gut geschmeckt wie mir. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Ich bin jetzt einfach nur noch müde. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!